Nein, 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 nein. Mein lieber Freund, du hast mich gar nicht gesehen. Du hast gar nichts gesehen. Da ist nichts. Gib Ruhe. Da ist nichts. Jo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefällt, vergesst nicht zu bewerten, einen Kommentar zu schreiben oder meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und ich würde sagen, jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares. Wir haben letztes Mal die Wurstmaschine in Gang gebracht, um uns eine Fluchtwurst zu bauen. Und wenn ihr das nicht gesehen habt, dann guckt euch gerne die Folge davor an. Oder beziehungsweise alle Folgen davor, damit ihr ja nichts verpasst. Und weiter geht's hier im Kühlraum. Wo wir wahrscheinlich jetzt gleich wieder auf den einen der zwei Köche treffen werden. Weil wir haben ja schon gesehen, es sind zwei. Aber irgendwie kommt da keiner, ne? Also. Irgendwas fehlt. Vielleicht kommt da jetzt einer. Ja, klar. War mir doch klar, dass der kommt. War doch klar. Warum kommt der, wenn ich den Lift rufe? Gibt doch keinen Sinn. Junge, lass die Kiste stehen. Käse. Ich dachte, er holt was anderes raus. So, hat er den Schlüssel mit? Was passiert, wenn ich jetzt in den Lift gehe? Fährt er dann mit mir hoch? Naja, krass. Jetzt weiß er halt, dass ich den Lift benutzt habe, ne? Ich hätte was gebraucht, um den zu öffnen. Rein. Runter wieder. Komm. Ich brauche irgendeinen Gegenstand, den ich da dagegen werfen kann. Ansonsten ist Essig mit dem Typen. Huste, huste. So, das heißt, jetzt erstmal runter, oder? Oh, der hört ja wieder das. Achso, ich hätte auch hinter ihm reinschleichen können. Ach, bin ich blöd. Leute, ich bin so dumm. Leute, ich bin echt dumm. Mal einen Schluck trinken, während der hier rumlatscht. So. Jetzt müsste die Tür ja offen sein eigentlich, ne? Jetzt ist ja das bestmögliche Ergebnis jetzt. Ja, sehr schön. Komm, lass mich raus. Was macht der auf dem Tisch? Es hat schon so leichte Ähnlichkeiten mit dem Menschen. Also dünner Kopf, wenn das ein Kopf sein soll. Zum Torso. Möchte ich eigentlich gar nicht wissen. Jedenfalls ist da das Messer. Ah, das Messer. Da ist der Schlüssel, den wir brauchen. Ja, hast gefunden, was du suchst. Irgendwie müssen wir den jetzt nach unten bringen. Geh weg. Hässlicher. Was? Nein!
Hilfe! Was macht die eigentlich immer dann mit mir? Die kuscheln dann mit mir oder was? Haben sie das. Mussten sie das rausschneiden? Es sieht nämlich so aus, als würde der eine Animation machen. Sollen. Er sollte eine Animation machen. Bei der ihr mir zum Beispiel jetzt den Kopf abreißt oder so. Aber irgendwie halten die mich alle dann nur und streicheln mich. Sehr, sehr komisch. Jo. Am besten, ich gehe da rüber in den Schacht. Wenn sie sich umdreht jetzt gleich. Was riecht er an seinem Finger, ey? Alter, komm. Dreh dich um jetzt. Dreh dich um. Schneide dir jetzt. Oder soll ich hinter dem vorbei? Nein. 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 Was? Ja, gut. Er ist nicht der hellste, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ah, hier kann man ihn ablenken mit dem. Ja, weiß ich nicht, was das denn soll. Häcksler halt. Ja, geh jetzt nachgucken, was der Häcksler macht. Junge. So, schnell, 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 schnell. Jawohl. Wo haben wir den Schlüssel gebraucht? Unten, oder? Ja, hier, genau. So, nämlich rein da. Rein! Ich stecke den Schlüssel rein. Bevor der kommt. Schnell, schnell, schnell. Schnell, 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 schnell. Ja, ich glaube, hier sind wir safe. Das scheint der, was ist das, Müllabwurf oder sowas zu sein. Ja. Mhm, okay. Dann rein mit uns in den Müll. Erstmal Licht machen, ja genau. So, ah, da liegt hier eine Puppe. Ist vielleicht hier auch ein Wichtel oder eine Kerze oder sowas? Nicht, dass ich hier was übersehe, aber es gibt ja nämlich anscheinend hier in diesem Spiel viel mehr Sachen, die man irgendwie sammeln kann. Wie die ganzen Wichtel und die ganzen Kerzen anzünden. Ich weiß nicht, ob das mit den Kerzen wirklich was ist, aber scheint halt verdächtig, dass es die gibt. Und dass man ein Feuerzeug hat. Ja, die Wäscherei, ja. Da sieht man die zwei. Die Zwillinge. Okay, und wir müssen, was müssen wir jetzt machen? Wahrscheinlich noch, da ist jetzt ein. Was liegt denn da? Ah, ein Häufchen Dreck. Ich dachte gerade, eine Ratte oder sowas. Ah, da ist Gitter drauf. Ah, da können wir gar nicht raus. Verdammt, das heißt, wir müssen an denen vorbeischleichen. Von hier aus, oder wie? Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Nein, ist nicht schlau. Ist gar nicht schlau. Das ist gar nicht schlau, Jungs.
Gut, irgendwie habe ich das getriggert, dass die andere Stationen sind. Bedienen. Wie soll man sagen? Nein, 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 nein. Mein lieber Freund, du hast mich gar nicht gesehen. Du hast gar nichts gesehen. Da ist nichts. Gib Ruhe. Da ist nichts. So. Oh, ich habe so eine Ahnung, dass wir das ganze Porzellan... Ja, klar. War das jetzt auffällig, weil ich über die Scherben gegangen bin? Anscheinend nicht. Gut. Was? Wo denn? Geh weg. Gehen Sie. Bitte. Gehen Sie. So. Wieso war das jetzt laut? Nein. Er sieht mich gar nicht. Er sieht mich nicht. Jetzt hat er mich. Mein Lieber, mein Lieber, mein Lieber. Noch mal was. Ja, wenigstens hier ein Checkpoint. Also schalte ich jetzt den Aufzug ein und dann... Nein, geh weg. Adolf. Oder was du darstellen sollst. Okay. Das bewegt sich jetzt alles da. Da werde ich wahrscheinlich jetzt vom Anfang an einmal mit der Seilbahn durch die ganze Küche müssen. Spaß für die ganze Familie. Rein. So. Außer ich habe was übersehen jetzt gerade wieder. Da oben ist zum Beispiel auch so eine Lichtquelle, die wir nicht aktiviert haben. Wie wäre ich denn darauf gekommen? Naja. Ja, ich bin nur eine Ratte, lass mich. Nur eine Ratte. Wie mache ich das? Wahrscheinlich muss ich hier irgendwo mal raufklettern. In der Waschstation. Oder? Reicht's, wenn ich hier irgendwie raufgehe? Ich weiß es ja nicht, Leute. Keine Ahnung. Also, nein, jetzt kommt der wieder. Geh weg. Mit deiner Maske, die du da aufhast. Das ist ja gar nicht sein Gesicht.
So, Leute, ich sehe es gerade nicht, wirklich. Jetzt bin ich voller Seife. Ich sehe es nicht, ich sehe es nicht. Kann man das hier schieben? Kann man das hier schieben? Nein. Keine Ahnung. Kann sich auch nicht in der Seife verstecken. Aber die Schlauesten sind sie nicht. Jetzt, was bleibt mir denn noch übrig? Mal ganz zurückgehen? Ist ja auch nichts in der Sache, oder? Hier. Nee. Eieieiei. Leute, ich tue es nicht mit Absicht. Wahrscheinlich ist total obvious, wie es weitergeht, aber ich sehe den Weg nicht. Ich sehe es nicht. Ach, ich glaube, ich weiß es jetzt. Ja, doch klar, an dem Geschirr kann man wahrscheinlich klettern, ne? Heißt, ja. Ah, okay, ich sehe es. Ich sehe es. Okay. Leute, es kann sein, dass ich es hier dann geschnitten habe. Dass ihr gar nicht mitkriegt, dass ich das gecheckt habe. Oh, es war jetzt nicht so einfach, oder? Ich meine, dass man hier vielleicht rüber kann. Okay. Hier vielleicht. Nee. Ja, komm, schnapp mich. So, Leute, ich glaube, ich habe das Rätsel jetzt gelöst. Man muss wirklich, nachdem man den Schalter umgelegt hat und die Bahn sich aktiviert hat, hier wieder zurück zu der Waschstation in der Mitte. Denn dort stapelt sich das Geschirr schon. So, wenn die zwei Heinis sich dann mal beruhigen würden. So, an dem Geschirrstapel kann man dann hoch. Und die können hier ein. Gar nichts, ne? Das ist nur Panikmache. Hier kann man dann schön mit der Seilbahn weiterfahren. Aber mehr weiß ich jetzt auch noch nicht wirklich. Ich habe noch eine Idee. Und zwar, meine zweite Theorie ist, die Seilbahn fährt in die falsche Richtung. Wir müssten also das Ganze umdrehen. Aber dazu brauchen wir einen Weg, um hier hochzukommen. Und ich glaube, den habe ich vorhin gefunden, zufällig. Als ich versehentlich hier gelandet bin, und zwar da draußen, habe ich bemerkt, dass man bei einem der Regale hochklettern kann. Das heißt, wir gehen jetzt zurück zu dem Kontrollpunkt. So nämlich. Und der Hebel sieht halt verdammt danach aus, als könnte man den vielleicht in die andere Richtung legen. Ja. Und jetzt passt es dann auch, ne? Jetzt ist der Hebel in die richtige Richtung. Jetzt fährt auch die Bahn in die andere Richtung. Bitte, bitte, bitte. Tu mir nix. Mein lieber Koch. Sei ein lieber Koch. Nein, da ist nichts down. Geh wieder. Komm, ich trinke so lange einen Schluck. Jetzt fährt die Bahn nämlich in die richtige Richtung.
Der Geschirrstapel ist immer noch da. Das heißt, man könnte von dem mittleren Geschirr... Ah, jetzt kommt der wieder rüber. Jetzt bringt der einen neuen Teller. Schnell, 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 Six. Schnell, schnell, schnell. Kletter hoch, kletter hoch, kletter hoch, kletter hoch, kletter hoch. Ja. Gut. So. Haha. So, Indiana Jones Musik noch im Hintergrund. So, leg bloß nicht den Hebel um, ihr zwei, ne? Alter. Er kriegt mich, oder? Er kriegt mich. Ja, er kriegt mich. Verdammt. Nein! Nein. Ich dachte, ich hab's. Ah ja. Jetzt ist es so, als wäre ich abgesprungen. Bringt mir halt auch nichts, weil jetzt hat mich der Nächste. Das ist ein blöder Checkpoint. Aber egal. Mit dem müssen wir jetzt leben. Einfach weglaufen, würde ich sagen. Schießt er mit so einem Ding nach mir. Ah! Ah! Hilfe! Habe ich wohl verkackt gerade. Nochmal. Lauf! Lauf, Six, lauf, 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 lauf. Der gute Wein. Schneller! Schnell! Oh, gut. Alter! Lasst mich in Ruhe, Leute. Was ist das? So ein Rüttler. Naja, das war's. Gut. Dann würde ich sagen, den Part hier sehen wir uns in der nächsten Folge an. Hat mich gefreut, dass ihr zugeguckt habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.